Ich glaube, ich nutze die Zeit tatsächlich jetzt eben für die Explorer Note noch schnell. Die haut halt dann doch schon noch rein. Stimmt. Mammuts Game noch? Ja, Mammuts Game Primate. Dachte gerade schon. Frage ist halt, wenn die Zone so klein wird, ob sich der Managama dann halt echt noch rentiert oder nicht. Du kannst natürlich vorher mit einem Hochleveling richtig was reißen, aber ich weiß es nicht. Oder du gehst halt hin und... Oh, hier liegt ein toter Player. Oh, wie level ich jetzt die Eulen schnell hoch? Eigentlich Explorer Notes. Ja, oder du gehst halt mit deiner Eule nachher hin und haust halt die Leute, also frierst sie ein und gibst ihnen dann Shotgun-Schuss oder so. Ja. Was ist hier für ein Rex? Hier ist ein normaler Rex. 10. Wow. Das Problem ist halt, wenn alle mit. Deine Shotgun hat bestimmt auch ordentlich Prozent, dann ist die schnelle halt auch instant rip. Ja, 600 oder so hatte die, glaube ich. Ja. Also, ich brauche halt eigentlich nur noch weitere Shotgun-Armor. Ich habe jetzt noch 25 Schuss, aber das reicht halt für eine Eule. Easy. Aber hast du bei Managama nicht sogar ein Problem mit dem Sattel? Oh. Musst du doch in der Dingens craften, in der Smithy, oder nicht? Stimmt. Der ist auch Level 66. Also Smithy ist nicht das Problem. Ich habe theoretisch jetzt sogar so eine komische Kettensäge. Ich glaube, die werde ich mal gerade benutzen. Wenn es halt nicht komplett verbuggt wäre. Gut, dann benutze ich sie nicht. Komm schon. Wieder hoch. Vorhin Stand und Giri-Sattel. Hm? Mit 27 Armor. Stand und was? Ascend in Teresino Sattel mit 25 Armor. Gibt's doch gar keine Teris. Mein. Hier oder gibt's, doch. Also ich hab Teris schon gesehen. Echt? Ja. War nicht so häufig, oder? Beam hat die, glaube ich, irgendwie eingebaut. Oh. Weil die sind irgendwie im Corrupted Gebiet jetzt. Okay. Fuck man, ich finde gerade die Note nicht mehr. Ah, wo war die denn? Also hier gibt's einige, aber ich will quasi die eine, die ich sonst noch kenne. Hier müsste auch noch irgendwo eine sein. Nicht denn? Hit. Ja, die Waffen sind halt viel zu broken. Ich glaube halt wirklich, dass das Drop Farm am Anfang halt easy lohnt. Ich weiß, dass hier oben einer ist. Die hole ich mir jetzt auf jeden Fall noch ab. Explorer Notes? Naja, ich habe hier die Explorer Notes noch nicht so gut gelernt gehabt. Da wusste ich nicht ganz so. Ganz oh, genau. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier oben eine ist. Und zwar irgendwo da. Klasse. Ja. Hast du eine? Ja, war das eine Zweier? Das ist nur eine Zweier, scheiße. Ah, Mann. Lol, der Mini-Damage. Oh. Wie viel Mini-Damage hast du? Ja, der Enforcer kriegt halt auch richtig dick Mini dazu. Also, ja, Beamer hat das ja irgendwie angehoben. Ja. Ich geh glaube ich auf Corrupted Wyvern, Alter. Obwohl die keinen Sinn. Ah, in sich macht's halt keinen Sinn. Du wirst halt genauso aus der Luft geknallt. Oh, ich sehe einen Managama. Mit Tame? Nee, nee.
Kann man durch das Schild nicht sehen. Also wenn dich gleich einer hier auseinander nimmt, ne, das bin dann ich. Nein, Spaß. Ah ja. Ah ja. Jetzt wollen wir nochmal hoffen. Wo ist er denn jetzt? Da. Okay. Sagst du, brauchst einen kleinen Loot-Supply, ja? Wie schnell liegt ein 270er Managamba? Was? Tot? Nee. Betäubt. Betäubt? Wie lange brauche ich den wohl zu betäuben? Ich habe eher Angst, dass der mich halt one-hittet. Weil ich halt nicht so gute Rüstung habe, ehrlich gesagt. Oh, ich hab keine Ahnung. Das Problem ist, ich kann halt von meinem Vieh auch nicht runterschießen. Jetzt habe ich ein Agro, toll. Ich werde den halt jetzt auch kaum einbauen oder so. Klasse, Wölfe. Mag ich am liebsten. Nicht. Mann! Das Vieh verzieh dich. Also deine Enforcer macht der bestimmt Trip. Ah, ein bisschen was hält er schon aus irgendwo, aber... Weil der macht ja keinen starken One-Hit-Schaden, wenn der auf dich einschlägt. Ich schlag mal auf das Mammut und dann kloppt dich mit dem Mammut und in der Zeit kann ich dich dann tamen. Alter, 270er Managam wäre halt schon richtig saftig, Alter. Hab ich gerade ein bisschen angebrutzelt. Ich will halt jetzt auch nicht meinen Enforcer verlieren. Was ich gerade wahrscheinlich tue, weil ich es nicht gebacken kriege, die Agro zu verlieren. Alter, verbesserte Rocket Launcher? Honi. Ah ja, stimmt, der hat ja die Mod drauf, ne? Alter! Dieser Managama macht mich gerade fertig. Das ist. Ohne verbesserte Rüstung kannst du das komplett vergessen, den da gerade zu tamen. Ich. Du verrätst mir ganz sicher nicht, wo das ist. Ja, im Schnee. Oh. Eigentlich habe ich eine Schnee, Alter. Eigentlich kann ich es probieren, aber ich würde noch ein bisschen auf Trops gehen. Ja, ich sterb halt gleich so gefühlt. Ich weiß halt nicht, wie ich meinen Enforcer. Kann man den Enforcer mit einer Drohne reparieren? Ich glaube schon, ja. Okay, das wäre wichtig. Scheiße, Mann! Wie lange hält denn seine scheiß Agro? Lange. Verdammte Kacke! Er ist mir immer noch auf den Fersen. Bin wirklich gleich tot. Bist schon rausgelaufen aus dem Schneebiom? Ne, noch nicht ganz, aber ich bin gerade auf dem Weg. Hier ist noch ein Managama. Jetzt abgehängt. Ja, 270 wäre schon nice, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich davon den Sattel kriegen soll halt. Glaube, ich habe ihn abgehängt. Nein, ich habe ihn nicht abgehängt. Ey, verdammte Scheiße. Der hat mir jetzt meine Brustkarte kaputt gemacht. Bin halt selber als Person gleich vor allem tot. Ja, der Strehl hat dich halt, wie gesagt, irgendwann vom Mount runter. Das ist viel zu krass, Alter. Werd den nicht los. Ich weiß auch nicht gerade, wie ich den halt. Also, wie soll ich den jetzt abschütteln? Aber ich weiß nicht, Managama ist halt. Also der fliegt halt selber auf einmal mega genauso. Mal kam mir das halt nie so vor. Ich habe eine Idee, die mir eventuell den Arsch retten könnte. Alter, was ein Gerenne, ich renne jetzt seit 3, 4, 5 Minuten von diesem Vieh weg. Das Problem ist, gerade habe ich ihn auch schon nicht mehr gesehen, so, das heißt aber leider nichts. Oh, hier ist ein Yuti. Ah, klasse, viel zu weit reingelaufen.
Okay, jetzt noch Level 18. Nicht spoilern. Scheiß doch die Wand an, Alter. Bin er mega hat ja auch mäßig viel low. Drin. Also jetzt ist er bestimmt schon Level 100. Wahrscheinlich. Das wird sein. Hm. Okay, ich glaube, ich habe ihn abgelenkt. Dafür bin ich jetzt stundenlang im Kreis gelaufen hier. Und bin quasi tot. Mein Problem ist, mir fehlen Rüstungsteile, gute. Dann halt noch halb mit Stoff rum. Das Problem ist halt, wenn du jetzt wieder zu den Drops gehst, wirst du von den Leuten abgefarmt, die jetzt schon die guten Waffen haben. Ja, mal gucken. Die sind nicht unbedingt wirklich doll abgefarmt, aber schon möglicherweise wirst du getötet. Ich muss jetzt erstmal wieder Leben regenerieren, ey. Puh. Das war vielleicht was, ey. So, jetzt ist die Frage, kann die Drohne das Vieh reparieren? Ich denke. Elementstaub benötigt. Hab ich. So, jetzt hier. Muss man dafür eigentlich irgendwas Besonderes noch machen für das Reparieren? Du musst da irgendwie ranfliegen und dann die Drohne da irgendwie... Weiß ich nicht genau, ich hab das auch noch nie gemacht. Alle Fälle irgendwie ranfliegen und dann die Drohne da hovern lassen oder so. Bringt nichts, glaube ich. Also bei Max geht das irgendwie auch. Ja, bei Max geht's, ja, aber ich glaube bei Enforcer geht's tatsächlich nicht. Wie lange noch bis Debuff? 10 Minuten. Den vielleicht kriege ich noch den Managramm, den du vorhin gesehen hast. I don't know. Aha. Stiel ich den denn vor der Nase weg. Machen sie das. Weißt du, wie pfeift man das Ding noch mit Zeug rechts weg, ne? Okay. Ja, klasse. Jetzt habe ich hier einen guten Enforcer, der theoretisch halt Flyer Salatschen kippt. Also einen Mac konnte man glaube ich auch irgendwie auf Auto-Repair stellen, das geht bei dem auch nicht. Ich glaube tatsächlich, das geht irgendwie nicht. Nein, da der noch irgendwie so halb organisch ist und der Mac nur... Ich habe keine Ahnung. Ist die Argenwege das sich dahin ist ein Problem. Die Frage ist, wie viele Leute sind da tatsächlich gleich am Ende mit Stuff, der noch essentiell am Start ist. Aber der eine oder andere, der vielleicht nur Drops farmt, wird da wahrscheinlich schon reinhauen. Ja, mit der 600er Fabi und so. Hier vielleicht noch einen guten Bären oder so. Wenn man das ein bisschen regelt. War ja auch in Time nicht mehr getamed. Aufgeschissen. Bin halt immer noch besser als die Level 1 Enforcer, theoretisch so. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch einen guten aus dem Drop ziehen kann. Was war der höchste Drop? Wie meinst du jetzt? Oh, hier ist ein Giga. Ups. Wie meinst du jetzt? Ja, vom Level her. Was musste man sein? 60 für einen roten oder so? Ja, ich glaube, kann auch 55 gewesen sein, wenn es immer so in 10 Abschritten ist. Ja, versuche ich jetzt erstmal den hier ein bisschen reparieren zu lassen. Dass er sich reckt. Was ich mich immer noch frage, gab es jetzt hier ein Max-Level für den Drop drücken? Ein Explorer hat mir auch gefühlt nichts gebracht. Ja, wahrscheinlich irgendwie 40 oder so, glaube ich. Ich glaube, ich würde in der nächsten Runde echt noch mehr Drops looten einfach. Ja. Drops looten und mit irgendeiner krassen Waffe dann die Units farmen gehen und dann gucken, was geht. Ich glaube, Dinos sind nicht wirklich useful. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen hohen Managama-Sattel looten würde, dann würde ich halt mich sofort auf dem Han Managama tamen, aber
Ansonsten weiß ich halt nicht, was ich mit den Dingern anfangen soll, wenn ich halt keinen Sattel habe. Ja, weil ich kann nicht craften. Werden trotzdem einfach viel zu schnell weggemacht dann mit den Waffen. Ja, man kann sich halt einen craften gehen, aber dazu muss ich halt auch erstmal eine Smithy rausholen und so weiter. Halt die Frage, ob das in der Sache ist. Wilder in Force Level 160. Kann ich den nicht theoretisch killen und den dann beschwören? Ja, muss ja aber die Crafting-Ressourcen haben. Weiß nicht, ob ihm das kleiner gestellt hat oder. Ja, wieso? Ich kann doch den anderen doch auch insta beschwören. Ach nee, der ist dann schon gecraftet, ne? Das ist ja nur ein Blueprint, ja, das ich kriege. Ja, genau. Okay, nee, gut, dann ist das Bullshit.